Also die Zeichentrickfigur, die ich sprechen darf, die heißt Gunilla. Und Gunilla ist so ein tantiges Wesen. Das ist die Beraterin von der Königin Mutter. Beraterin, sehr tantig, tuntig, mit einem Dutt. Meine Sportlehrerin Fräulein Hühnerbein hatte früher auch immer so einen Dutt in der Schule. So ein bisschen Etepetete, aber nicht sympathisch, kann man nicht sagen. Weil verschlagen, hinterhältig, niederträchtig. Also quasi ein Impostor, eine schlechte Beraterin. Als königliche Ratgeberin gebe ich euch den dringenden Rat, gegen die Hornissen vorzugehen. Naja, noch nicht. Aber wenn wir zulassen, dass sie hier ihr Lager bauen, werden andere Hornissenstämme ihnen folgen. Na, ich hab's ja jetzt quasi neu entdeckt durch die englische Version, die wir uns angeschaut haben. Und da ist es hinreißend zu beobachten, wie halt, dass die Biene Maya ein kleines Kind ist. Das ist ein Kind. Und Kinder sind einfach so voll Überraschungen und so voller reizender, überwältigender Niedlichkeiten und Ehrlichkeiten. Man erinnere sich nur an das kleine Kind in des Kaisers neue Kleider, was gerufen hat, aber der Kaiser ist ja ganz nackt. Und in dem Sinne ist die Biene Maya ein ganz süßes Kind, was einen immer wieder neu überrascht, inspiriert. Die Biene Maya ist zum Knutschen. Maya hat uns gezeigt, dass wir noch eine Menge zu lernen haben. Na, mir gefällt das sehr. Ich habe doch am Anfang schon gesagt, dass es an erster Stelle erstmal war, beim Biene Maya mir nicht so viel bedeutete, weil es eben ich als Kind nicht erlebt habe. Ne? Ich habe da andere bevorzugt. Und ja, das haben wir uns, habe ich mir immer gewünscht, dass wir nochmal zusammen irgendwas machen, ja. Na, sie sind erstmal sehr sympathisch, also nicht alle, aber und die Maya besonders. Und die Kinder, sie ist auch Spielzeug für sie und die bewegen sich noch und sind lustig, komisch und auch, und aufregend. Und ja, es ist für Kinder eben, und die Eltern, die erleben das dann mit, wie ihre Kinder sich freuen können und selbst dann, oh, es ist ja schon wieder weit, es hat sich ja weiterentwickelt. Und also es ist einfach für Generationen eine wunderbare Ebene für Unterhaltung. Also mir gefällt irgendwie vor allen Dingen diese Wechselgeschichte zwischen Willi und Maya, weil ich das ganz schön dargestellt finde, irgendwie diese Freundschaft. Und Maya hat so ein natürliches Lachen, also das berührt einen, finde ich, am meisten, dass sie also Maya irgendwie in den Momenten, wo andere verzweifeln würden, irgendwie immer noch lachen kann und immer noch das Gute irgendwie sieht und das Positive. Und das ist, glaube ich, das, was einen so ein bisschen durch den Film trägt. Auch, weil das hat irgendwie was ganz Niedliches. Also da denke ich eigentlich nie drüber nach beim Synchronisieren, weil das ist irgendwie immer so eine Bauchsache. Ich habe jetzt wirklich schon wahnsinnig viel die letzten Jahre synchronisiert und das waren aber meistens Rollen, wo ich auch wirklich die Stimme irgendwie verstellen musste, weil es entweder ein Flaschengeist war oder jemand, der sich als Mann getarnt hat und also die Stimme irgendwie tiefer. Und ich glaube, Frau Cassandra ist einfach die erste Rolle, wo ich eine ganz normale, sanfte Stimme machen kann, weil sie eben auch ein ganz normaler, sanfter Mensch ist. Und ich glaube, die Aufgabe, die sie im Film hat, ist einfach, den kleinen Bienen irgendwie beizustehen in dieser doch schwierigen Welt. Also, dass man irgendwie jemanden hat, der einem glaubt und der einem zuhört und der bei den Erwachsenen versucht zu helfen. Heute sind die Hornissen bei uns eingebrochen und haben unser Gilet Royal gestohlen.
Wir müssen es zurückholen. Das Leben der Königin hängt davon ab. Ach, ich glaube, die Königin muss sich hinlegen. Ich habe irgendwann, ich bin ja mit Jan Delay ganz gut befreundet und ich sah irgendwann, dass er den Willi, glaube ich, irgendwie sprechen sollte und das ist schon ewig her und hat mich so wirklich totgelacht, weil das halt so gut passt irgendwie. Und dann irgendwann stand das im Raum, dass ich halt mit Mutti und Omi das zusammen mache und da haben wir sofort Ja gesagt, weil das natürlich irgendwie dann noch mit Jan und dann noch so eine alte deutsche Geschichte irgendwie Figur. Das ist total spannend, dass wir das alles zusammen machen können. Und ich bin schon sehr gespannt auf das Endergebnis. Es geht um Abenteuer, um Mut, um den Mut auch zu sich selbst zu stehen und mutig zu sein, anders zu sein. Und ich glaube, es geht vor allen Dingen auch um Freundschaft und darum, dass man sozusagen in einer Gruppe mehr erreichen kann als alleine. Also together everyone achieves more als Team. Ja, es ist ein super tolles Gefühl. Also doppelt und dreifach toll, weil das riesen Spaß macht, mit so begabten Künstlern zusammenzuarbeiten. Und wenn es dann auch noch die eigenen Kinder sind, dann ist es doppelt so schön. Cosma hat ja auch einen Bruder, der ist ja auch schon erwachsen. Mein Sohn Otis. Und hoffentlich macht er auch bald mal mit. Der ist nämlich auch sehr talentierter Künstler. Ist eine super Sache, mit Cosma zusammenzuarbeiten. Haben wir ja bei Sieben Zwerge schon gehabt. Und manchmal stehen wir auch zusammen auf der Bühne und singen was zusammen für Charity. Und es ist immer eine ganz besonders großartige Sache für mich, wenn ich einen Job habe mit Familienmitgliedern. Das ist der Hammer.